Morgen hat der Prozess um die tödliche Messerattacke in einem Regionalzug im schleswig-holsteinischen Bruckstedt begonnen. Ein 34-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Itzehoe wegen zweifachen Mordes und vierfachen versuchten Mordes verantworten. Zum Prozessauftakt hat er sich geäußert, bestreitet aber die Tat. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 25. Januar nahe des Bahnhofs von Bruckstedt eine 17-Jährige und ihren 2 Jahre älteren Freund erstochen zu haben. 2 weitere Frauen und 2 Männer erlitten schwere Verletzungen. An Händen und Füßen gefesselt wird Ibrahim A. in den Gerichtssaal geführt. Ein wegen des großen öffentlichen Interesses extra umgebauter Saal eines Logistikcenters. Während der 34-Jährige seine Unschuld beteuert, wirft ihm die Staatsanwaltschaft zweifachen Mord und vierfachen versuchten Mord vor. Aus Sicht der Anklage sind die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe erfüllt. Heimtücke aus dem Grunde, dass die Fahrgäste in dem Regionalzug sich in einer absoluten Alltagssituation befunden haben und in dieser Alltagssituation mit keinem Angriff rechnen mussten. Am 25. Januar hatte der staatenlose Palästinenser in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg ein Messer gezückt und wahllos auf Fahrgäste eingestochen. Dabei kam ein junges Paar ums Leben, 7 weitere Passagiere wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Eigentlich hätte der Täter schon längst abgeschoben werden können, war mehrfach wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung aufgefallen, saß deswegen auch in Haft. Im Juni 2022 verletzte er einen Mithäftling, ging im September auf einen Justizbeamten los. Trotzdem wurde er am 20. Januar 2023 ohne größere Auflagen entlassen und richtete 5 Tage später das Blutbad im Regio Express an. In einem ersten Verhör hatte Ibrahim A. als Tatmotiv Verärgerung über seine aus vielen Gründen ungeklärte persönliche Situation genannt. Er soll phasenweise an einer psychiatrischen Erkrankung leiden. Nun soll ein Gutachter im Hinblick auf die Messerattacke prüfen, ob in diesem Zeitpunkt eben diese Erkrankung derart eine Rolle gespielt hat, dass er nicht einsichts- oder steuerungsfähig war, also in der Schuldfähigkeit beschränkt. Dann würde er nicht zu einer Strafe verurteilt, sondern eben zur langfristigen Unterbringung in der Psychiatrie. Sollte Ibrahim A. aber doch schuldfähig sein, droht ihm lebenslängliche Haft. Der Prozess soll bis Ende Dezember gehen.